Bada boom. Da sind wir. Wieder. Ich will jetzt daher. Dammalrock? 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 Dammalrock. Genau, Dammalrock. Zur Waage gehen. Nein, zur Kiste gehen. Ich glaube, das Gold war das Schönste daran. Haha, jetzt kannst du keine. Warum kommt da Eis angeflogen? Ich habe den Champion gekillt, du Arsch. Hehe. Das war ein Schild. Und weiter geht's. Was? Keine Ahnung. Wieso ich Sau? Was? Doch, vorhin erst. Pass mal auf, ich habe der Katze vorhin was zum Essen gegeben. Danach habe ich's Kochen angefangen, habe mir gedacht, das ganze Ding gefressen, habe ich mir gedacht, jetzt isst sie nichts mehr. Was macht sie? Geht an meinen Teller und. Das ist richtig anstrengend zur Zeit wieder. Die Katze. Machen wir erstmal den da weg. Kann ich auch, aber es bringt mir nichts. Ist halt eh ziemlich auf blitzig eingestimmt. Blitz bringt bei denen gar nichts. Und Wächter erst? Fernkampftank? Nein, Quatsch. Ich habe einen Wächter mit einem Großschwert. Beim Krieger weiß ich es nicht. Hat noch keinen Krieger. Mein Wächter läuft mit einem Großschwert rum. Und. Wo funktioniert wunderbar. Agramok. Zunächst waren sie wohl wirklich Freunde. Stein des Herbstes. Wir waren so jung. Wir hatten keine Sorgen, es gab keinen Platz für Häme oder Missgunst. Mich schert es nicht mehr, sie sind meinen Atem nicht wert. Ich war an einem vielversprechenden Ort. Lyrias Magie ließ die Räume erstrahlen. Überall gab es neue, interessante Leute. Nicht so interessant wie der göttliche Geist, doch vielversprechend. Ich lernte dort in 2 Tagen mehr als in meinem gesamten Leben anderswo. Ich bin meinen Mentoren zu großem Dank verpflichtet. Denn ohne sie hätte ich es nie gefunden. Es. Was ist es? So, Dille? Ich weiß es nicht, schau mal. Kann ich nicht hier durch, so wie es ausschaut? Könnte ich. Wenn ich hier gleich mit den Arsch voll Gegner spawnen würde. Und unterbrochen. Fick dich, du Elfe! Und du dich auch! Boah. Tjo. So. Zack. Zack. Habe ich die Tore übersehen? Als ich hier durchgelaufen bin? Anscheinend, ja. Du bist Frost.
Deswegen kann der Blitz was aushaben. Ausmachen. Hopp. Und rum. Gibt's doch auch noch eine Kiste. Also wir haben jetzt noch einen Stein des Herbstes hier gefunden gehabt. Das war schon, ist schon mal... Fick dich. Immer bannen. Ich weiß bestimmt, in den Kisten ist mir was Geiles drin, was ich wieder nicht haben kann. Bestimmt. Vielleicht haben wir deswegen schlechten Loot. Ja, du solltest es schon mit deiner Waffe abstimmen, Agramok. Du solltest es schon mit deiner Waffe abstimmen. Sonst ist es ein bisschen... für den Arsch. Die sind wieder so Murrigan, aber nur einer. Die widerstehen natürlich meinem Blitzschaden schön. Das macht ihnen nichts aus. Da war unser Schicksal voll. Die Waage umgehen. Toll, der erste Tote ist schon neben der Waage. Okay, hier können wir den ersten Ältesten erreichen. Nice. Also zum ersten kommen wir schon mal. Schaut auch schon mal gut aus. Hallo Ältester. Bist du wirklich so alt? Sorgen eilen euch voraus, Sterblicher. Sie sind beinahe genug, um die große Waage von allein zu bewegen. Es ist Jahrhunderte her, seit meine Besinnung zuletzt unterbrochen wurde. Was führt euch hierher? Was könnte ein Sterblicher von mir wollen? Bisarane. Ich war lange Zeit hier eingeschlossen, Sterblicher, doch ihn kenne selbst ich. Es ist seine Hand, die das Horst der Sorgen führt, nicht wahr? Ich weiß von dem Krieg, über den dieses Land weint. Ich werde Bisarane dienen. Doch bevor ich mich an seine Seite begebe, müsst ihr Alarane finden. Sie und ich, wir sind eins. Es bedeutet mir viel, dass ihr uns wieder vereinen wollt. Wir haben lange Zeit in Abgeschiedenheit verbracht und über den Tod nachgesonnen. Vielleicht zu lange. So wie ihr mich auf der einen Seite der Waage gefunden habt, werdet ihr sie auf der anderen finden. Und nun werde ich meine Kammer verlassen, um auf euch beide zu warten. Schön. Also gut. Jetzt stellt er sich da so mitten rein, ha? Huh? Ja, guck hier. Goldener Kelch, davon haben wir auch schon mittlerweile einige. Dann hoffe ich mal, dass wir hier wieder rauskommen. Ja. Nein. Machst du? Also ich komme da nicht raus. Aber was macht der? Was macht der? Da. Ich
Kopf, die laufen diesmal in die richtige Richtung. Ich hoffe, die sterben diesmal auch hier oben drauf. Wenn nicht, habe ich eine Idee. Und zwar... Hat geklappt. Mal kurz die AOEs durchballern, damit die schön auf der Waage liegen. Hat sogar funktioniert. Hatte ich nicht so erwartet. Hey, du. Alrane. Wie sonderbar. Ihr seid sterblich. Und doch halt in euren Schritten eine größere Bürde wieder, als ihr ein Sterblicher je tragen sollte. Noch erstaunlicher ist jedoch eure Anwesenheit hier. Die große Waage bewegt sich nicht grundlos, noch wird meine Besinnung ohne Anlass unterbrochen. Wie lauten eure Absichten? Besarane muss sich Sorgen finden. Ich habe die Bewegung der Waage gespürt. Ich weiß, dass Kelroth seine Besinnung beendet hat, um dem König der Sorgen zu dienen. Was er erbittet, ist keine Kleinigkeit. Denn das Wissen, das uns der trauernde König überlassen hat, sollte niemals verbreitet oder ausgenutzt werden. Aber ich weiß, in welchen Zeiten wir uns befinden. Kommt, gesellen wir uns zu Kelroth. Wenn wir Saran und ihr die Sorgen finden müsst, werdet ihr mehr brauchen als nur mein Wissen. Nice. Auf Wiedersehen. Den Ältesten folgen. Da, der zaubert sich immer noch ein Wolf ab. Was zauberst denn du hier? Ich bin froh, dass Kelroth und ich wieder vereint sind. Tannis meine Sorgen. Aber wenn Besaran wirklich nach den Sorgen sucht, wird er mehr benötigen als das Wissen der Ältesten. Es gibt eine Art Schlüssel zu den Sorgen. Er liegt in Alabastra, in der Höhle von Zinseer, der Höhle des trauernden Königs. Wir müssen ihn finden. Ja, ein Sterblicher mag für diese Aufgabe vielleicht nicht geeignet sein, aber ich bezweifle, dass wir die Zeit haben, nach jemand anderem zu suchen, der sie für uns erledigt. Wir haben euch nicht ohne Grund gebeten, uns wieder zu vereinen. Wir müssen unsere Kräfte aufteilen. Visaran muss unterwiesen und der Schlüssel gefunden werden. Okay. Einer von uns wird euch nach Zinseer begleiten, der andere wird sich zum Haus begeben. Die Entscheidung überlassen wir euch, Sterbliche. Du kommst mit. Nun gut. Ich werde mit Hilfe des Schattenschritts nach Zinseer gehen und dort auf euch warten. Unsere Aufgabe, ruft Sterblicher. Beeilen wir uns. Auf Wiedersehen. Weil der ist ein Magier. So, Zinseer. Das wäre hier das ist doch nicht Alabastra. Alabastra ist hier. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir hinkommen. Das ist doch nicht... Alabastra. Oh, habe ich die Truhe hier nicht mitgenommen? Komisch. Liegt doch nicht auf der Waage. Hätte ich sie einfach nur killen müssen? Hätte sein können, ha? Einfach nur töten, töten, töten! Ich hasse Elfen. Genauso wie Magier in dem Spiel. Zumindest als Gegner. Stimmt, ich hätte mitnehmen sollen, weil der ist nervig. Anstrengend. Der ist anstrengend. Ich weiß nicht, wann haben wir denn mit der Pause aufgehört. Ich habe das Ganze im Überblick verloren, weil dann Frau kam auf einmal. Na klar. Lass es gut sein. Du hast doch keine Chance. Lass es. Lass es bleiben. So, gehen wir mal weiter, oder?
schauen wir mal nach Hause. Nach Hause? Nach draußen. Wieso nach Hause? Nein. Kein Bock auf euch. Wir haben das fertig, bis auf die Bolgarn. Müssen noch ein paar Bolgarns. Wir müssen ernsthaft noch ein paar Bolgarns killen. Glaube ich, um da die Augen zu kriegen. 10 Bolgarns Augen brauchen wir ja. Da unten wird es auch schon noch ein paar Bolgarns geben, die wir unterwegs mal. Ui. Au. So, hey du, ich brauch dein Auge. Bolgarn-Auge, der hat doch 2. Ich müsste doch eigentlich 2 mitnehmen können. Der hat doch nur 2, der hat doch nicht nur 1. Ja. Er hat halt nur ein Auge. Bist umgefallen. Das waren eigentlich mehr unsere Sphären als wir selbst. Hey, ich will dein Auge. Und... Hi. Wie die güldenen Geister der Jugend verzieren geschwungene, feinhafte Linien den Panzer dieses Betrügers. Er sagt, ich bin wie du, Feingeist. Und schimmert in strahlendem Glanz dieser Harnisch des Feinjägers. Okay, dann gehen wir nicht den großen Weg. Gehen wir erstmal nach rechts. Dein Auge, bitte. Was? Du hast kein Auge? Der hat kein Auge. 2 Ausrufezeichen gleich in hier. Okay. An Silas Lager. Gütige Lyria, ich kenne euch. Ja, genau. Als ich euch das letzte Mal gesehen habe, habt ihr von dem Baloa herabgebaumelt wie ein Speicheltropfen am Kinn eines Bolgarn. Ich glaube es nicht. Der Held von Melsenshir. Dieses Gesicht würde ich überall wiedererkennen. Lasst mich raten. Die Armee hat euch auf einen Sonderauftrag hier herausgeschickt? Ich persönlich versuche einfach nur in die Nacht hineinzuleben, ein wenig Zeit für mich zu finden, einiges zu ergründen. Wirklich? Ihr wisst aber schon, wo wir hier sind, nicht wahr? Das hier ist die Kaelid-Küste, das Land der Alpha-Lords. Ancilla und Gastyr? Die südlichen Lichter? Die Kinder der Lady? Ihr wisst es wirklich nicht, oder? Dieses Land beherbergt so viele Geheimnisse und angeblich ebenso viele Schätze. Meine Lieblingslegende ist die Kinder der Lady. Sie sind eine Sammlung von Farnwedelpuppen, äußerst selten und ausgesprochen wertvoll. Der Legende nach gingen sie während der Invasion verloren. Ich würde mich ja selbst auf die Suche nach ihnen machen, aber die Pflicht ruft. Ich suche schon. Das würdet ihr tun? Trotz all eurer anderen dringenden Angelegenheiten? Meine Schwester wird mir das niemals glauben. Der Held von Melsenshir. Der Legende ja, nach gut. Wurden die Puppen zuletzt in Lady Ancillas Besitz gesehen, als ihre Familie ermordet wurde. Hier riecht's nach Essen. Deshalb wollte ich mich gerade in den Ruinen nach ihnen umsehen. Hier riecht's nach Essen. Hallo? Keine Angst. Ich weiß, wer ihr seid. Wir sind hier sicher. Willkommen in meinem Lager. Ich bin Hauptmann Dren Ancilla, Urenkel von Clary Ancilla und Erbprinz der Kaelid-Küste. Im Gegensatz zu den Tuata bin ich ein großzügiger Gastgeber. Bitte, kommt, wärmt euch an unserem Feuer. Alles, was wir haben, gehört euch. Ich habe zahllose Schlachten geschlagen und eine endlose Belagerung überlebt, um in meine Heimat zurückzukehren. Aber nicht aus Nostalgie. Ich bin hier, um mir zu nehmen, was mir gehört. Es wird allerdings nicht einfach sein, den Thron zu besteigen. Vor seinem Tod hat mein Vater die Symbole seiner Macht versteckt, um sie vor Dieben zu schützen.
Die Rede ist vom berühmten Siegel von Ancilla und den Verdant-Klingen, also dem königlichen Medaillon meines Vaters und seinen Chakrams. Ohne sie bin ich nur ein Soldat. Ich hatte gehofft, ihr meldet euch freiwillig. Die Beschaffung der Erbstücke wird kein Spaziergang. Sie werden in einer Familienschatulle aufbewahrt, deren Schlüssel sich nicht in meinem Besitz befindet. Was den Schlüssel angeht, das war ein Fehler. Ich war jung und töricht. In der Nacht, bevor die Bolgans kamen, gab ich den Schlüssel einem Mädchen. Sie war, wie soll ich sagen, meine Jugendliebe. Ihr Name ist Hillaret Gastür. Ja, Gastür. Die Erzfeinde unseres Hauses. Die kennen wir doch schon. Es war eine Geste. Ich wollte ihr zeigen, wie viel sie mir bedeutet. Aber jetzt hat sie, was ich brauche. Überredet Hillaret, euch den Schlüssel zu geben. Ja. Und holt meine Insignien aus der Schatulle in der alten Familienfeste Seewacht. Östlich von hier. Viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Eine Jugendliebe. Ah, das ist Hille. Die kennen wir doch, die Gaström. Die ist hier in da. Schloss Gaströr. Ja, werden wir auch mitmachen. Nebenbei, was ist das hier? Ancillas Puppen finden. Wie komme ich denn da hin? Oh. So hin. Die ist einfach hier oben. Dame! Hast du hier nicht gucken können? Guck mal, die ist hier oben, die Puppe. 2 Meter von dir entfernt. Ich sag gar nichts. Ich sag nichts mehr dazu. Ich sag da gar nichts mehr dazu. Alter. Kommt die alle her. War effektiv. Wo kamen die alle her auf einmal? Das ist auch ein Ausrufezeichen. Ui. Yep. Und eine Puppe. Hallo, ihr dort. Ihr müsst mir helfen. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich bin der Letzte. Die anderen, vielleicht leben sie noch. Ich bin Fynn. General Fynn von Tileras Armee. Meine Männer und ich waren Teil einer Einheit namens die Ariad, die nach Chlorikon vorrückte, um den einfachen Soldaten den Weg freizuräumen. Wir waren gerade dabei, die Verliese in Schloss Ancilla zu sichern, als es geschah. Eine Bande von Tuata rückte an, um das Schloss als Verteidigungsstellung zu sichern. Ich habe versucht, uns herauszukriegen, doch wir waren umstellt, gefangen. Dieser törichte, gefreite Gutliff hat mich in das Abflussrohr gestopft und ich habe mir das Bein gebrochen. Mehr weiß ich nicht. Ihr seid eine mutige Seele. Krieger wie ihr müssen in Melsenshir den Unterschied ausgemacht haben. Ich war nicht dort, doch wie man hört, war es eine gewaltige Schlacht. Die Tore von Ancilla sind verrammelt und verteidigt, aber ihr könnt euch unbemerkt durch das Abflussrohr in das Schloss schleichen. Unangenehm, aber zumindest ein direkter Weg. Findet den gefreiten Gutliff. Ich fürchte, er ist der Letzte, der noch lebt. Noch habe ich Hoffnung. Doch ich mache mir keine Illusionen darüber, was ihr finden werdet. Danke. Und auf bald. Seid vorsichtig. Ach, da soll ich rein. Ja, dann werden wir da übers Abfluss... mal reingehen. Alter, was ist... Was haben wir denn hier für viele... Guter Tills Buch 1, und ein Haufen Puppen. Und einen Gefreiten befreien. Ja, kriegen wir hin. Dürfte ja kein... Wenn es nur ein paar Tuatas sind. Seid gekommen, um zu sterben? Blutet für mich, Sterblicher! Nein, du sollst sterben, du Scheißpriester! Der Abschlussangriff ist immer ein Ticken zu früh. Da fliegt er nämlich noch. So ein Ticken ist er immer zu früh. Hey, du, Arthur.
Da war er passend. Der ist anscheinend schwerer. Der fällt schneller nach unten. warte mal kurz. Okay. So. Ja, ich hab's mitgekriegt. Eure Geschichte endet hier. Der Kreislauf erwartet euch. Ich hab keinen Kreislauf. Und vergessen, eigentlich bin ich untot. Haha, es ging auf mein Schild. Eigentlich kannst du sagen, ich bin untot. Weil ich war ja schon mal tot. Nur nicht wirklich richtig. Der Tod ist scheiß Priester hier. Weg, weg. Da ist noch einer. Der Priester hat Vorrang. So. Jetzt kriegt der Eiferer eins auf der Schnauze hier. Bam. Und der nächste. Der liegt halt einfach mitten im Tor drin. Ich wollte eigentlich den Schatzsack plündern. Hier kann ich nicht aufmachen, weil ich nicht den richtigen Schlüssel habe. Tut mir leid. Ich hätte dich gerne freigelassen, aber es geht nicht. Hier ist irgendwas in der Mitte. Ich bin halt einfach perfekt gleich auf den Priester drauf gelaufen, obwohl ich nicht wusste, was da um Eck ist. Priester. Das war die Parade. Eine ziemlich gute. Eine tödliche Parade. Der Gefreite lebt halt noch. Hallo. Hi. Wer seid ihr? Ganz entspannt, hallo. Und was führt euch in diese triste Hölle? Verflucht soll er sein. Ich wusste, es würde nicht reichen, ihn in dieses Rohr zu stopfen. Ihr seid also hier, um unsere Haut zu retten. Klingt, als hätten wir neue Befehle. Aber wir können nicht fort. Tekneri, der Wahnsinnige, der diese Festung regiert, er wird nicht nachgeben, wenn die Alpha kommen. Er wird bleiben. Und er wird vielen ihr Leben nehmen. Dann machen wir einen Platz. Wir müssen ihn töten. Jetzt. Ansonsten werden viele unserer Brüder und Schwestern in der angreifenden Armee seinem Fluch der Seelenbindung zum Opfer fallen. Als ob er gewusst hätte. Als ob er es gewusst hätte. Wir müssen hier wieder an den normalen Ausgang. Bruder Tills Bücher. Es ist so, eigentlich so perfekt, hier rumzulaufen. Und ich glaube, da oben der Ausgang ist dann nach außen. Hier, das Tor. Das hier, wo ich das andere Buch beschaffen muss. Denke ich mal. Klingt mir mal ziemlich logisch. Hinten ist ja eh nichts. Und die andere Puppe. Sind ja fünf. Hey, Puppe! Du kommst also, um zu... Zum Glück mal kein Priester dabei. Au! Das war nicht so geplant. Godflow wird der nächste, ist der nächste Arsch auf meiner Liste. Ja. Was hast du gesagt? Für Gott? Weiter habe ich dich nicht mehr verstanden. Warst du schon tot? Tut mir leid. Voll überheblich eigentlich. Da ist noch eine Puppe. Und hier ist eins der Bücher, Bruder Tills. Kommt! Bin doch schon da. Nice. Ich höre das jetzt mit 9 von 10. Ein Buch fehlt uns noch. Ja. Kann ich aufmachen? Ach, da ist ein Hebel. Warum ziehst du den Hebel nicht und lässt mich gleich durch? Priester. Nun werdet ihr verendet, Sterblicher. Ja, das war nichts. Hast du vorbeigeschossen an mir, hä?
Mal kurz. Pop. Tor der Soldaten. Ich weiß, was ich hier mache. Ein klein AOE. Und gleich hinterher. Was hier immer umfällt dann gleich. Ach, du bist... Ah, du bist der. Jetzt weiß ich, warum du nicht so schnell umfällst. Mit seinen letzten Abendzügen gelingt dir das, den gefürchteten Fluch der Seelenbindung zu wirken. Eine dunkle Aura hüllt deinen Körper ein, während du spürst, wie deine Magie schwindet. Du Arsch! Seelenbindungselixier finden? Prismia Frostscheibe. Ihr leistet gute Arbeit. Das war's also. Tekneri wird die Alpha nicht mehr peinigen, was? Oh oh, ihr seht nicht gut aus. Ich fürchte, Tekneri hat euch mit dem Fluch der Seelenbindung belegt, damit ihr euch an ihn erinnert. Keine Sorge. Unten im Laboratorium muss es ein Gegenmittel geben. Kommt, wir werden es finden. Kopf hoch. Kriegen wir schon hin. So schlimm wird ist es doch nicht, oder? Schon so viele Flüche auf mir gehabt mittlerweile. Ist hier sonst noch was? Außer bei zwei Truhen. Die ich mich mal wirklich denke, leck mich am Arsch Truhen, weil wir haben so viel Gold und so viel Zeug. Ich werde nicht mehr viel plündern. Muss ich mich mal zurückhalten. Der bringt eh nicht viel. Ob ich da jetzt noch ein Fitzelchen was besseres... Ich kann es nicht lassen. Ein Fitzelchen besseres Teil finde. Das waren eigentlich schon immer gute. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt auf der Xbox. Die Prismär, wenn's gute Prismär-Sachen hast, findest du nichts Besseres mehr. Priester. Dein Leben verspottet hier noch. Nähert den Berg. Das stimmt allerdings. Der fliegt zu schnell. Zu langsam. Oh, ich kann's nicht lassen. So Reflex. Das ist eine Truhe. Zack. Loot. So. Es ist mittlerweile schon zum Reflex geworden, das Zeug zu looten. Hallo, Oberherr. Toter Herr. Du steckst was ein. Ich glaub's ja kaum. Oh. Hallo Natascha. Und da war's schon im Geschehen. Ich sag noch, ich loot nichts mehr und renn ab sofort die zu jeder Kiste. Ich sag ja, das ist wie so ein Reflex in Fallout, musst du auch immer alles mitnehmen. In Guild Wars, hier, überall, looten ohne Ende. Oh nein, es ist eine Kiste, die ich bannen muss. Das gibt's ja vor noch trinken hier. Wer weiß, ob das gut ist. Ich schmeckt das ein bisschen ekelhaft. Erstmal speien dann, ha? Müsste unter Konsum gut sein, oder? Nein. Hier dann. Hey, der Fluch ist weg. Da ist aber was anderes, was ich gerade mal haben möchte. Herstellen, Scherben aufwerten. Ach so. Makellos funkeln. Ich habe immer noch trüb.
Warum nicht? Gegenstände, schauen wir mal, was wir da jetzt alles hergestellt haben. Den haben wir schon. Das ist nicht so. Ui. Da haben wir ja keine Gemme. Ach nee. Wir haben ja den 20er Schaden. Ja, dann kann die weg. Okay. Nice. Ich würde gerne das Tor nehmen und öffnen. Weil ich da, so wie es ausschaut, sowieso rauf musste. Von der Karte, wenn ich mir jetzt recht noch erinnere, zu generell Finn zurückkehren. Ja, aber wenn es geht, vielleicht nicht unbedingt durchs Abwasserrohr. Schau mal her. Und zwar, Leute, ich werde jetzt noch bis halb machen, dann mach ich einen Stream-Stopp für heute. Aber, wir, also nicht für heute, sondern für jetzt dann und werde später nochmal den Stream anschmeißen. Weil Natascha dann eh wieder weg ist. Yeah. Alter. Vollgans Augen und irgendeiner muss hier noch was anderes haben. Hier. Ancilla-Puppe. Nice. Und wo ist der jetzt hin? Ach, der ist hier mit drin. Okay. Der ist hier mit reingegangen. Streamstopp für heute. Nein. Kann man sonst was denken? Ja, nicht versaut. Quatsch. Ihr denkt eh immer versaut. Kennt euch doch. Muss er nicht. Nein, kein Streamstopp für heute. Sondern nur erstmal für den Moment dann. Ich glaube, so auf 10 rum wird es dann wieder losgehen. Es ist schon unglaublich effektiv eigentlich. Die Combo. Ich hätte jetzt eher gesagt, ich hole einen Korken, aber okay. Die Kraft der Verachtung, der Angst und des Hasses strömt durch die pulsierenden Adern bis in die Fingerspitzen. Die Werkzeuge des Krieges sind bereit. Und liegen leicht im festen Griff der Handschuhe des Feienjägers. Das war's schon. Jetzt wollte ich mich zurücklehnen und schön entspannt zuhören. So ein Arsch. Einfach schon fertig mit der Geschichte. Laufe ich hier richtig? Jein. Aber mal. Hier haben wir noch eine Ancilla-Puppe und hier wäre noch das Zinsel da. Dazu sage ich mal nichts. Hey du. Oh, wartet. Ihr werdet doch niemandem von mir erzählen, oder? Nicht, dass ich irgendetwas Unrechtes getan hätte. Natürlich, ich hatte nur nicht mehr die Willenskraft, um weiterzukämpfen. Also habe ich damit aufgehört. Zu kämpfen, meine ich. Gefreite Elia Matmür, melde mich zum Dienst. Oh, wem will ich hier eigentlich was vormachen? Hört zu, ich hätte euch einige nützliche Fähigkeiten anzubieten, falls ihr bereit wärt, mein kleines Geheimnis für euch zu behalten. Wie wär's? Etwas Schlösser knacken für euer Schweigen oder Gold? Man sieht sich. Warte, was?
Der Stream ist weg. Blimblim hat's gemacht und der Stream war weg. Blimblim hat's gemacht, da war der Stream aus. Keine Ahnung warum. Aber wir sind wieder da. Haha, ich hab dich geblockt. Also ich bin wieder da. Hat gerade Blimblim gemacht oder war der Stream weg? Verbindung verloren. Aber er verbindet sich ja eh nach 10 Sekunden neu. Also ihr habt nicht viel verpasst. Ihr habt 10 Sekunden verpasst. Aber dann war er sofort wieder da. Oh, da ist eine Falle. Eine Bärenfalle. Da ist noch eine Falle. Oh, eine Bärenfalle. Und da ist ein Skelett. Und ein Ausrufezeichen. Bärenfallen. Bärenfallen. Yep, ich bin falsch gelaufen. Muss doch dahin. Spinnt Twitch wiederum? Keine Ahnung. Bis jetzt noch nicht. Ich bin ja wieder da. Bin ich hier schon wieder falsch? Ach komm schon. Hier muss ich hin. Wer bist denn du? Guten Tag. Hi. Oh, wie kann ich euch jemals danken? Was war das für ein Martyrium? Schrecklich. Aber erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Birn Elgar, oberster Diener des Hauses Ancilla. Was bedeutet, dass ich nun, da das Haus nicht mehr existiert, euch diene? Versteht mich nicht falsch. Ich habe den Herrn und die Herren verehrt. Doch meine erste Pflicht gilt der Festung selbst. Also Seewacht. Oh doch! Seht ihr etwa noch jemanden, der eines solchen Preises würdig wäre? Wohl kaum. Seewacht war die erste Ancilla-Festung und die beste. Doch ohne ihre Bediensteten ist sie ein einsamer Ort. Ihren Mauern fehlen die Stimmen, die sie einst füllten. Als euer neuester und einziger Berater schlage ich vor, dass wir mit den Renovierungen beginnen. Sie werden teuer, gewiss, doch es wird sich lohnen. Was? Ich gehe hierher und kriege ein Schloss geschenkt? Na klar, mache ich. Wunderbar, Herr. Wunderbar. Ihr werdet es nicht bereuen. In den Gängen von Seewacht wird wieder Fröhlichkeit herrschen. Wenn es denn jemanden gäbe, der für Fröhlichkeit sorgen könnte. Wenn ich noch einen Vorschlag machen dürfte. Vielleicht könnt ihr die ehemaligen Bediensteten zur Rückkehr bewegen. Ich würde mit Conny beginnen, einer schrulligen Feinalchemistin, die als Gärtnerin einen Platz im Herzen unseres Meisters erobert hatte. Conny war einzigartig, selbst unter ihresgleichen. Zuletzt haben wir die arme Kreatur gesehen, als sie von Bolgans gejagt wurde. Ich fürchte, sie wurde gefangen genommen. Oh, Conny. Lebt wohl. Es ist jetzt einfach mein Schloss hier geworden, oder was? Irgendwas passt an der Sache hier überhaupt nicht. Geht doch nicht einfach. Man geht doch nicht einfach wohin und kriegt ein Schloss geschenkt. Du gehst doch nicht einfach irgendwo hin und kriegst ein Schloss geschenkt. Nee. Da passt was ganz und gar nicht an der Sache. Wieder dahin. Wieder dahin. Ich brauche eh Bolgan-Augen, also kommt ruhig her. Au! Ich hasse gleich zwei Priester. Nein. Ich habe keine Blutungen, tut mir leid. Ich dodge voll rein in die Welle. Stirb. So. Bolgan-Augen brauchen wir noch ein paar.
8 von 10. 9 von 10. Das heißt, ein Auge, ein Bolgan müssen wir noch begrüßen. Wir haben hier gerade Fleet geschrien. Wer bist denn du? Bei den Göttern, es war grauenhaft. Er hat sie alle getötet und nichts konnte ihn aufhalten. Du bist jetzt in Sicherheit, Kleines. Ja, im Moment vielleicht. Ich glaube, er hat mich nur am Leben gelassen, weil ich geflohen bin. Oh, bei den Göttern. Wie konnte er sie nur alle töten? Dabei ist er nicht einmal ein Tuata, aber er hat keinen einzigen Kratzer abbekommen. Und das Schlimmste war, er schien es zu bedauern, uns zu töten. Ich kann ihn schon besiegen. Das dachten wir auch, aber wir haben uns geirrt. Ja, den schaffe ich schon. Aber... Ah, hier geht's nach Alabastra. Wir spüren den Blick eines silbernen Raubtiers. Mit gerunzelter Stirn und Augen, die den Schleier durchdringen. Wir sehen das finstere, starre Gesicht eines wunderschönen, eleganten Endes. Wir kennen diese Maske des Todes. Dieses azurne Antlitz. Diese himmlische Träne. Als den Helm des Feinjägers. Dürfen wir noch nicht hin. Da oben haben wir jetzt schon 2 Millionen. Da dürfen wir noch nicht hin. Sinsa. Da dürfen wir noch nicht hin. Motiv des Steins? Endlich seid ihr hier und wir können nach dem Schlüssel suchen. Ich dachte, ich wusste, dass die Tuata nach Chlorikon gegriffen hatten, aber ich hätte nie gedacht, dass es so sein würde. Als ich das letzte Mal hier war, war es ein andachtsvoller Ort und doch wunderschön. Freundliche Feinde kümmerten sich um die Gänge und Hallen. Doch es nun ist es still, verdorben und besudelt. Aber wir dürfen uns nicht mit dem aufhalten, was geschehen ist. Um den Schlüssel zu den Sorgen zu erreichen, müssen wir neben diesem Votiv noch 3 weitere finden. Sie werden uns Durchlass gewähren. Okay. Auf Wiedersehen. Schlüssel finden, wie immer. Irgendwas da vorne töten, was rumläuft. Kennen wir ja. Ist ja nichts. Au. Nichts Besonderes. Au. Besonderes. Du explodierst nicht. Jetzt. Also ich darf dich zum Explodieren bringen, aber du explodierst nicht einfach von dir aus. Nee, nee. Kaputt, kaputt, kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Tschüss, Sumpfborker. Nee, nicht. Häng mir doch nicht auf den armen Kerl da rum. Müsste Y sein. Der Angriff. Sag ich doch. Bang. Und kaputt. 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 Ist noch einer? Der hat sich gerade selbst gesprengt. So, hier, zack. Ja, gehen wir einfach da lang. Ist ja nicht so schlimm. Votiv des Steins haben wir und des Blattes haben wir. Jetzt kommt noch des Feuers. Ah, hätte ich mir vielleicht aufheben sollen. Ja, okay. Nur Benji. Ach, das macht dir doch nichts aus. Naja, du kotzt jetzt nicht her. Ich bin doch schon da. Ja klar, war klar. So, das war das Wassers. Ich hab mit ihrem letzten Atemzug Katze nochmal so ein Ding hergespuckt. Glaub's ja nicht. Ich glaub es ja nicht. Die Sau. Und es wäre Feuerelfe. Ansonsten hätte ich mir nichts anderes mit. Hä? Wie du willst. Verstehe gerade aber nicht, worauf du es willst und warum du es flüsterst. Warum flüstert ihr eigentlich überhaupt? Könnt ihr mal in den Chat schreiben. Ihr habt also sämtliche Votive zusammengetragen. Dann können wir unseren Weg zur nächsten Prüfung fortsetzen.
den weinenden Augen. Sobald wir sie erreicht haben, werde ich euch mehr darüber erzählen. Den weinenden Augen? Wieso den weinenden Augen? Sind die ganze Zeit am Heulen, ha? Der Weg steht uns offen. Kommt, gehen wir weiter. Auf uns wartet noch eine weitere Herausforderung. Um an den Schlüssel zu kommen, müssen wir zuvor die weinenden Augen überwinden. Erst dann wird der Schlüssel zu den Sorgen wieder uns gehören. Okay. Auf Wiedersehen. Was sind aber die weinenden Augen? Ne, das sind Elfen, das sind keine weinenden Augen. Gut sein, du Elfe. So, was sind weinende Augen? Das sind weinende Augen. Hier ist es. Wir haben die weinenden Augen erreicht. Als diese Höhle ursprünglich gestaltet wurde, waren die Augen dieser Statuen trocken. Doch nun weinen sie bis in alle Ewigkeit. Sie allein bewachen den Weg zum Schlüssel. Ihr müsst an sie herantreten, Sterbliche. Nur wenn ihr ihnen antwortet, werden sie euch den weiteren Weg weisen. Auf Wiedersehen. Geklappt, ha? Einfach mal geschaut, immer die das Weinen anfangen, habe ich, Ihr seid gekommen. Ja, ich bin doch schon da. Wie oft sagst du das noch, dass sie weggekommen sind? Das Ding ist der Schlüssel? Das ist der Schlüssel zu den Sorgen, Sterblicher. Er mag nicht von der Art sein, die ihr gewohnt seid, aber er ist es. Er ist ein Zweig des uralten, knorrigen Baumes, dessen Wurzeln sowohl diese Welt berühren, als auch Eschara, die Ebene der Magie, zu der alle Feien gehören. Mhm. Er ist ein Zweig des Galgenbaumes. Die Sorgen nehmen die Gestalt des Galgenbaumes in beiden Reichen an. Okay. Und dieser Zweig erschafft eine Brücke zwischen ihnen. Kommt, bringen wir ihn zu Bizarrhan. Auf Wiedersehen. Ich würde irgendwie sagen, klingt logisch, aber irgendwie klingt es überhaupt nicht logisch. Große Bäume sind es auf jeden Fall. Was machst du? Siehst du wohl schon? Ach, soll Edge schon kommen? Ach so! Ach so, dann machen wir weiter, dann mache ich den Stream weiter. Okay. Okay, ja, das wird dann mitten in der Nacht sein. Okay. Ciao. Ach so, jetzt verstehe ich's. Den, glaube ich, werde ich noch nicht töten können. Haus des Stolzes, Ren. Gehen wir mal dahin. Macht kehrt oder sterbt. Ich will euch helfen. Ich weiß, dass ihr beabsichtigt, mein Volk von den Tuatha zu befreien. Ihr scheint ehrenhaft zu sein. Aber ich habe einen Eid geleistet, mein Haus und meine Heimat zu verteidigen. Ich kann euch nicht ohne einen Kampf einlassen und ihr könnt mich nicht besiegen. Ich wünschte, es wäre anders, aber ihr habt 5 Sekunden, um zu fliehen. Ah. Kann ich jetzt echt fliegen? Ja. Ich kann ihn halt noch nicht wirklich besiegen, weil er in einer Mission... über eine Mission. Hier, Haus des Stolzes. Das wird eine Mission werden. Ich kenne das schon. Also kann ich den Wissensstein da hinten? Stein des Winters. Noch nicht holen. Ärgerlich. Ansillas Lager. Ich bin doch gar nicht mehr im Kampf. Einmal kurz.
Tja, ja, immer der Eid. Diese verfluchte Hitze. Hey, du. Hey, du. Ihr habt die Puppen gefunden? Ja. Das ist wundervoll. Wartet nur, bis meine Schwester sie zu Gesicht bekommt. Sie werden ihr das hämische Grinsen schon aus ihrem hässlichen Gesicht wischen. Also erzählt mal. War irgendetwas Wahres an der alten Legende, dass sie irgendwie besonders sind, die Puppen? Nicht, dass ich wüsste. Bedauerlich, nun ja. Ich werde schon noch eine Chance bekommen, sie mir genauer anzusehen. Hört zu, ihr mögt ja berühmt sein, aber ihr habt euch dennoch eine Belohnung verdient. Bitte nehmt dieses Gold und diese Rüstung. Der gefreite Oda Kirk ist gestern verstorben und, nun ja, warum sollte man eine gute Rüstung verschwenden? Bist du ein Arsch? Kyrus ist unsorgsam. So. Ihr scheint auf Schloss Ancilla für großen Aufruhr gesorgt zu haben. Seit ihr durch dieses Rohr geschlüpft seid, beobachte ich die Panik der Tuatha. Gut gemacht. Ihr habt meinen ewigen Dank, wirklich. Nur wenige hätten getan, was ihr getan habt. Es wäre eine Ehre gewesen, in Melsentia an eurer Seite zu kämpfen. Bitte nehmt diesen Schild. Er ist das Einzige, was sie mir nie nehmen konnten. Ihn und meine Würde. Okay. Ich wünsche euch viel Glück. Und die andere Mission war ja hier oben. Hier. Dalmarok. Nein. Hier, Schloss Dings. Beim Schloss. Mit der Dame zu reden. Und hoffentlich ist die ist natürlich ganz, ganz hinten. Das heißt, wir müssen einmal drum herumlaufen. Gut, wir haben gesäubert. Hier gibt es keine Gegner mehr. Das Schloss gehört wieder ihr. Ja, muss ich, passt schon der Weg. Das Schloss gehört wieder ihr, also einmal durchlaufen. Durchrushen, ganz schnell. Rennen wir. Hier durch. Und... gucken mal. Ich will übrigens morgen die neue Beleuchtung noch anbauen hier. Und auch, also die neue Beleuchtung will ich hier oben da noch anbauen für den Greenscreen, damit er schön und besser ausgeleuchtet ist. Ein bisschen. Habe ich heute gekauft. Und das Spielchen vorbereiten für Halloween. Es werden vielleicht voraussichtlich zwei werden. Was wir machen. Also eins auf möchte ich auf jeden Fall, falls wir da nicht weiterkommen, würden wir dann auf Dead by Daylight wechseln. Falls wir nicht weiterkommen. Und das, falls wir nicht weiterkommen, wäre sogar... Ich habe jetzt aufgepasst, ich habe jetzt keinen Hebel gesehen. Dann lassen wir die Kiste sein. Ja komm schon, gleich müssen wir doch da sein. Einmal gerade durch. Haben wir es auch schon geschafft? Nicht gerade. Gerade durch, dann haben wir es auch schon geschafft. Na, juckt. Von wegen. Wir müssen hier rumlaufen. Dann noch hierher. Hier mal den Schrein vorbei. Einmal um die Kurve. Oh, komm schon. Langsam zieht sich's. Langsam zieht sich der Weg. Kann doch nicht sein hier. Hallo, du. Wo bist du? Da bist du. Aufstehen, hier wird nicht geschlafen. Es ist schön, euch wiederzusehen. Hi. Es wird ein wenig einsam hier oben. Was? Der Ancilla-Schlüssel? Habt ihr gerade Ancilla-Schlüssel gesagt? Nun ja, natürlich habe ich ihn. Seit 10 Jahren habe ich ihn nicht mehr aus den Augen gelassen. Wollt ihr etwas sagen, Dren ist am Leben? Ist er hier? Moment mal. Das alles könnte auch ein Trick sein. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht hier seid, um den Gasttürbesitz an euch zu reißen, jetzt, wo ich gerade dabei bin, ihn zurückzugewinnen? Er hat euch nie vergessen. Dren, ich könnte ihn niemals vergessen. Zwischen unseren Familien herrschte ein derartiger Hass, aber ich hätte Dren niemals hassen können.
Er war der Grund, warum ich die Bolgan überleben wollte. Um zurückzukehren und neu anzufangen. Nehmt den Schlüssel und gebt ihn Dren. Richtet ihm meine Grüße aus. Vielleicht können wir unsere Freundschaft ja wieder aufnehmen, wenn all das hier vorüber ist. Lebt wohl. Das wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht, wenn sich zwei Häuser vereinen und zusammenarbeiten. Aber solche Storys gibt es in solchen Spielen öfters. Die Eltern hassen sich und die Kinder mögen sich. Das hatten wir ja, ich glaube, hier sogar schon einmal. Wo war denn das? Das hatten wir doch hier schon mal, oder? Bei irgendwelchen verfeindeten Häusern, wo war denn das? Auf jeden Fall haben wir den Schlüssel jetzt. Da ich nicht mehr weiß, wo das war. Und das ist eigentlich schon mal das Wichtigste. Warum die Ser nicht respawnen, würde ich auch gerne mal wissen. Wenn die weg sind, warum die so schlecht respawnen oder nicht respawnen. Wir brauchen noch ein Bolgan. Auge. Nach vorne sind Bolgans. Schaut irgendwie sehr passend aus, ha? Huh? Und ich weiß nicht, haben wir hier das Set fertig für den Khaled-Wald? Ich denke es nämlich nicht. Khaled-Küsse, doch. Gedanken des Jägers. 3% mehr Fernkampf. Okay, haben wir fertig. Hey, Bolgan! Skis! Ein Bolgan-Aude. Chenbrock betreten. Ach, da oben. Chenbrock herbeirufen. So, machen wir das mal. Gehen wir zum Odins Lager. Und rufen mal Chenbrock herbei. Bestimmt, wird bestimmt lustig. Ich würde aber gern... Mache ich eigentlich immer... Komischerweise mache ich das immer, wenn ich hier reinkomme. Nein. Oh, da ist noch ein Rüstungsgemme frei und ein Funktionsgemme. Warum habe ich denn die nicht hergestellt? Vorhin. Ja, es war etwas besser, aber interessiert mich nicht. Weil ich im anderen Gemmen einsetzen konnte, die ich hier nicht einsetzen konnte. Du hast kein Schild, das ist schon mal gut. Chenbrock besiegen. Hab ich gemacht. Quest gemeistert. Chenbrock gewachsen. War mir irgendwie klar, wenn ich da rauslaufe, dass da erstmal Bolgans kommen. Schließlich am Boss gekillt. Ja, ich doch. Stirb. So. Wir müssen jetzt zurück ins Haus der Sorgen. Wo war denn der? Ancillas Lager. Der war in Ancillas Lager. Warum ist die... Wer ist denn das? Conny finden, okay. Conny ist jetzt hier.
Die Klingen und das Siegel beschaffen. Ah. Conny ist da oben. Wird da oben stehen, ha? Nicht weglaufen. Okay. Müssen wir noch das besorgen und Conny finden, natürlich. Conny, würde ich sagen, finden wir auf jeden Fall mal. Die ist ja hier gleich hier oben, die Dame. Ich denke, das ist eine Dame. Falsche Richtung, dahin. Und dann muss ich in die Seewacht rein. Waren wir da nicht? Da waren wir vorhin schon mal drin, gell? Waren wir schon mal drin. Holen wir schnell Conny. Das soll ja unser Schloss werden. Haha. Conny. Ja, das ist eine Dame. Er hat vorhin sie gesagt, oder? Boah, der Priester. Nähert den Berggott. Perfekt abgeblockt. Conny? Bist du unten? Ah, nee, ich soll wieder da rein. Da ist Conny. Ist es? Dren? Gemschleifer, Alter. Okay, Conny! Konnichiwa! Conny! Conny! Ich komme, um dich zu holen. Dürft ja auch nichts mehr hier in den Hallen rumkreuchen oder fleuchen. Conny. Immer das Laufen. Immer dieses Laufen. Ah, das war das, was ich vorhin nicht aufmachen konnte. Ups. Seid gegrüßt, Sterblicher. Hi. Was führt euch nach Ancilla? Folter? Gefangenschaft? Wahnsinn. Seit vielen Zyklen warte ich auf die Rückkehr meines Freundes und Meisters Lord Ancilla. Wisst ihr, wo er sich aufhält? Geht es ihm gut? Seewacht. Ja, so hieß sie. Mir gefiel es dort. So viele Pflanzen zum Plaudern. Zum Plaudern? So viele Sterbliche zum Beobachten. Die Tuate haben uns Diener und Berater nach ihrer Invasion vor 10 Jahren eingekerkert. Die meisten sind durch Hunger oder Krankheit verendet, die armen Seelen. Wärt ihr so gütig, den Schlüssel für diese Verliestür zu suchen? Die Einsamkeit bekommt mir nicht. Ich bin seit die Tuate haben nach ihrer... Lebt wohl. Weiterlaufen! Yay! Ich hasse Laufen. Ich hasse es. Da gefällt es mir eher, ein bisschen irgendwo durchzulaufen und Gegner dabei zu töten. Nur zu laufen ist fast irgendwie langweilig. Au. Knack gemacht. Nur durchzulaufen ist fast ein bisschen langweilig. Hier sind auch viele Pflanzen, bei denen du reden könntest. Hey, Alptoast. Mit denen du reden könntest, Pflanzen? Wieso redet die mit Pflanzen? Antworten die ihr auch? Was ist eine Feige? Und über was redet sie mit Pflanzen? Wie das Sonnenlicht so ist? Übers Wetter? Smalltalk? Ja, lassen wir sie auf jeden Fall wieder frei und irgendwas passt auf jeden Fall immer noch nicht. Ja, also vom Prinzip her halt. Nur als Einzelspieler. Großes Schwert auf Gegner drauf. Das meine ich vom Prinzip. Ich muss noch einen Kerker weiter, genau. Da waren schon alle tot.
Hallo. Nee, nicht mit Conny reden. Auf Wiedersehen. Nein. Ich will nicht mit der Conny reden, ich will aufsperren. Jetzt können wir mit Conny reden. Ihr seid wahrlich ein Sterblicher nach dem Geschmack meines Meisters. Eine großzügige Seele wie Lord Ancilla. Wohin euer Schicksal euch auch führt, auf Seewacht seid ihr immer willkommen. Dorthin werde ich nun gehen, um die Festung für seine Rückkehr vorzubereiten. Lebt wohl und mögen eure Straßen sicher sein. Lebt wohl. Hi. Ich nehme jetzt das Abflussrohr, weil der andere Weg ist noch. Das ist eher was vom Third Person Diablo. Ja, das auch. Aber ich meine von... Wie habe ich denn das damals beschrieben gehabt? Ich glaube von... Wie habe ich dir das gesagt gehabt? Auch mit, Von den Maps her ist es auch sehr schön gestaltet. Sowas zum Beispiel und... Du hast halt auch fast keine Ladescreens drin. Ganz, ganz seltene und ganz wenige nur. Meistens so, zack, Ladescreen, fertig. Können wir gleich mal gucken. Pass auf, hier sitzt der Vorführeffekt. Ah, sag ich doch, hier. Peng, draußen. Jetzt müssen wir in die Seewacht, logischerweise wieder. Zweimal sogar. Und es wird sogar als mein Haus angezeigt. Auf der Karte Lager. Oben. Da oben. Da oben. So. Dann gehe ich mal mit der Maus. Nein. Hier, da. Lager. Hier steht's. Lager. Wird sogar aus meinem Haus angezeigt. Wäre eigentlich, warte mal kurz. Wäre eigentlich wie. Die Seest. Warte mal. Hier, Lager. Es ist auch mein Haus hier in Kanarok. Ich habe jetzt mittlerweile viele Häuser. Ich habe die Sandsteinfeste. Ich habe das Haus in Kanarok. Ich habe eine Mine. Und ich habe jetzt das Schloss. Alter. Und der baut anscheinend schon ganz schön gut. Voran hier. Aber so richtig ist noch nicht schön. Conny ist wieder auf Seewacht. Ja, ist doch schön. Bald werden unsere Ohren wieder dröhnen ob ihres wirren Geplappers. Wie ich es vermisst habe. Gefällt euch, was ich in eurer Abwesenheit erledigt habe? Den Schutt wegzuschaffen war mühsam, aber mit Geduld ist alles möglich. Als nächstes natürlich voll ausbauen. Sollten wir den alten Heiler von Seewacht finden, den Soldaten Erion Odi. Er ist eine mutige Seele und hat sich kurz nach Kriegsausbruch der Armee angeschlossen. Es ist nicht Röhrensystem-Spiel nur. Erion hatte immer ich war halt gerade in deinem Schloss. Sinn. Er ist zur Armee gegangen, um unsere Heimat zurückzuerobern. Es heißt, er sei nun Sergeant. Er hat es gewiss verdient. Lebt wohl. Ich war halt gerade in einem Schloss und hier bin ich jetzt anscheinend in meinem neuen Zuhause. Hey Conny, du bist Schmied? Seid gegrüßt, Sterblicher. Möget ihr lebt wohl. Warum bist du Schmied? Gerade eben warst du doch eine Pflanzentussi. Greg, du hast schon so viele Zigaretten verpasst. Es ist schon viel zu spät für den Befehl. So, wir holen jetzt mal schnell noch den Schlüssel für den. Aus einer Kiste, die ich bannen muss. Schauen, ob ich es hinbekomme. Hab ihn gebannt. Geistig AFK. Ich hab's gebannt. Und wir haben es immer noch so niedrig bannen, obwohl ich eigentlich mittlerweile einige Stufen reinsetze ins Bannen. Klappt das immer noch nicht wirklich gut. So, wir gehen wieder raus aus unserem Schloss. Ich hoffe, der baut noch ein bisschen um. Momentan gefällt es mir noch nicht so. Schaut immer noch aus wie eine Bruchbude. Wir sollen jetzt daher, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt bist du da, Alter. Kannst du auch mal irgendwo dich für ein was entscheiden? Jetzt muss ich wieder ins Schloss Ancilla. Ja, schön, dass du da bist. Guck mal. Wenigstens muss ich nicht wieder ewig laufen. Hier, hallo. Ich habe seit eurem Aufbruch nicht geschlafen.
Mir gingen immer wieder die letzten Augenblicke mit Hillaret durch den Kopf. Das Kaminzimmer. Der Kuss, den sie mir gab. Gleichsam als Andenken. Ihr habt meine Familie wiederbelebt. Diese Artefakte werden den Namen an Scylla an der Kelet-Küste erneuern. Doch schön. Ich muss einen würdigen Weg finden, euch zu danken. Nehmt ihr die Verdant-Klinge, bitte. Ich will nicht mit Feuer und Furcht über mein neues Reich herrschen. Das Siegel ist genug. Endlich bricht ein neues Zeitalter an. Hilradgast. Wir standen uns einst sehr nahe. Ich weiß nicht, was es war. Kindliche Liebe? Torheit? Oder vielleicht auch mehr? Wir wussten, es war gegen den Willen unserer Eltern, doch das kümmerte uns nicht. Ja, wo die Liebe hinfällt, ha? Wo die Liebe hinfällt. Da kann man leider nichts machen. Tut mir leid. Aber die Eltern immer. Ja, die Schwiegereltern sind immer die Schlimmsten. Wir gehen jetzt halt hier einfach mal nochmal schnell zum Haus der Sorgen, weil da geht unsere nächste Hauptmission weiter. Hausmission. Häusermission. Und machen eine kurze Pause. Wir machen kein Streamende, weil Natascha ist ja davon geflogen jetzt schon. Weil sonst hätte ich Streamende gemacht und später dann weiter, aber das hat sich ja erledigt.